Widerstand. So, und damit seid grüßt meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldarum zu einem neuen Part Star Wars Lego, das Erwachen der Schlacht. Zwergfürst, wir sind ja schon im Story-Modus. Ich schieße hier komplett ohne Grund. Das wird noch kommen. Endlich mein Fluglevel. Ich bin der hier. Fliegen. So, jetzt kann ich ballern. Da einen habe ich schon. Wird aber nicht angezeigt. Dankeschön. Und zwei sind angezeigt. So, den hier. Den holen wir uns. Die kriege ich auch noch. Battle. So ist es tiefer, Eton. Kampf gegen tiefer Eton in den Lüften. Nice, auch mal das hier in den Levels erleben zu können. 5 von 12. Und das geht ja schon nicht. Nur nicht meine eigenen Leute abschießen. Das wäre mehr schlecht als recht. Und da ist noch einer. Sag ich dich auch noch so. Und dich habe ich auch noch so. Und du hier. Komm her, du auch noch. Ich erhalte Berichte von Transportern, die in die Atmosphäre eintreten. Wir müssen diese Tierjäger ausschalten. Yep, bin schon dabei. Ich schalte sie alle aus. 10 von 12 habe ich schon. Und wo sind die anderen zwei? Da ist einer, da ist einer. Nice. Und da sind noch ein paar. 12 von 12, perfekt. An alle, konzentriert euer Feuer auf die Transporter und ihre Begleitschiffe. Mach ich. Ich glaube, das Bild ist nicht so sehr falsch eingestellt. Man sieht auf dem Bildschirm beim Display ein bisschen, ja, ich sag's mal, seltsam aus, aber ob das passt. Jo, wo sind denn die Begleitdingens? Also ich hab die roten Viecher hier draufballern, oder? Ah, eins von drei habe ich ausgeschaltet, was auch was. Ich habe sie zwar nicht gesehen, aber ich habe sie ausgeschaltet. Ja, nice. Scheinbar sind es das die da unten, diese. Das dort ist das. Nice. Ich sehe es. Ich sehe es, aber ich krieg's nicht. Nice. Ja, weiter geht's hier. Beim Ballern und Schießen. Ein bestes Level, würde ich sagen. Ich habe gerade die Orientierung einer Bratwurst, so ungefähr. Müsst ihr euch das vorstellen?
Ach so, ich kann diese Viecher abfeuern, diese Raketenfuzzis. Mit A kann ich dann irgendwann, ich weiß nicht wann und wieso, aber irgendwann bin ich dann plötzlich in der Lage, solche Raketen abzuschießen. Verfolgungsraketen, die dann die Tiger abstreichen. So, jetzt zum Beispiel reicht das ganz gut. Jetzt nicht mehr. Nice. Ich bin ja schon dran. Bin so schnell. Mein Skill-Level ist halt sehr minimal. Scheinbar habe ich es aber geschafft. Die Karte. Du hast sie gesehen. Prozessor und Thermal Hyperscan-Vindikator. In ihm ist ein Teil einer Navigationskarte. Wir haben den Rest. Gerettet aus den Archiven des Imperiums. Ein Stück fehlt uns noch und irgendwie hast du ihn überzeugt, dass er es dir zeigt. Ich weiß, du hast die Karte im Kopf. Sie ist da drin. Und jetzt wirst du sie mir geben. Hab keine Angst, ich fühle es auch. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Mal sehen. Du hast Angst, dass du nie so stark werden wirst wie Darth Vader. Milchbubi. Ja, meine Meinung dazu zu Kylo Ren ohne Maske. Milchbubi. Mit Maske fand ich ihn eigentlich ganz in Ordnung, aber ohne Maske hat er mich ein bisschen enttäuscht. Aber stärker als sie weiß. Und der Droide. Ren war der Meinung, dass er nicht länger von Wert für uns ist. Dass das Mädchen alles ist, das wir brauchen. Und daher befindet sich der Droide wahrscheinlich wieder in den Händen unserer Feinde. Dann werden wir sie ein für alle Mal zerschmettern. Waffe bereit machen. Du lebst noch. Finn! BB-8 sagt, du hast ihn gerettet. Wir sind dankbar für jeden Hinweis. Generalin, ich bedauere Ihnen das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Was noch schlimmer ist, sie passt zu keinem uns bekannten System. Wir haben einfach nicht genug Informationen, um Master Luke zu lokalisieren. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und nach Hause bringen? Die Erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Oh. BB-8, du verschwendest deine Zeit. Ich fürchte nicht, R2-D2 befindet sich, dass Master Luke fortgegangen ist. Die Auswertung der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigt Finns Bericht. Und das ist die Starkiller-Basis.
Woher bezieht eine Waffe dieser Größe ihre Energie? Sie wird gespeist durch die Sonne. Die Waffe entzieht Energie, bis die Sonne irgendwann verschwindet. Na schön, wie sprengen wir sie? Es gibt immer einen Weg. Bei der Menge an Energie, die die Waffe speichert, muss in dieser Basis irgendwo ein Thermalgenerator sein. Den gibt es. Falls es uns gelingt, den Generator zu zerstören, destabilisiert das vielleicht den Kern und vernichtet die Waffe. Na dann beschießen wir diesen Generator mit allem, was wir haben. Hier sind wir im Zwischenmodus, also im Zwischenspielmodus, nicht im Story-Modus. Ja, Poe ist wieder da. Die Reparaturen sind abgeschlossen. Wir brauchen nur Treibstoff und Munition. Treibstoff, Munition und Wookie-Cookies für Chewie. Ich werde das Schiff vor dem Abflug überprüfen. Ihr kümmert euch um die Vorräte. Jo, machen wir. R2D2, den haben wir auch schon sehen dürfen. General Akbar war auch zwischendurch mal sichtbar. Und ich habe mein Laserschwert. Nice! Ja, wen haben wir noch gesehen? Den... Wie heißt denn der? Ich habe den Film so lange nicht geguckt. Der große... Der große Gollum dort, der Böse, der Imperator, der neue Imperator, von dem schon sehr früh ohne irgendwelche verlässlichen Hinweise oder Beweise behauptet wurde, er sei dieser, ach fuck, ich hab schon, auch von dem habe ich den Namen vergessen. Vergiss hier alle Namen, dieser Jar Jar Binks. Ja, genau, der war's. Wo kurz nach der Herausgabe des 7. Tales von Star Wars alle behauptet haben, Jar Jar Binks müsse dieser Imperator-Fuzzi sein. Naja, ist eine spannende Theorie, also da gibt es auch richtig nice YouTube-Videos, in denen die Theorien alle erklärt werden, aber sie sind alle haltlos, die Theorien, also die Theorien, die haben Haken, also das einen richtig großen Haken, diese Theorien, also ja. Dann würde ich mal nicht anfangen, an Theorien zu glauben, die irgendwo auf YouTube kursieren. Oder im Internet generell. Ich bin hier wieder mit BB-8 ein bisschen am Rumkurven. Und suche die Gegenstände, die wir brauchen. Hier sind ein paar Level-Schalter. Ach, das können wir jetzt noch nicht machen, aber da kann man dann ein paar Bonus-Level spielen, die im Story-Modus von Star Wars Teil 7 nicht enthalten sind. Zum Beispiel diese Schlacht auf Endor, die am Ende des 6. Teils existiert. Und noch viele mehr. Viele weitere Level. Vielleicht könntest du mir mal verraten, wo ich diese Teile finde. Die grünen Stats weisen mir eigentlich immer den Weg, aber... Und wo finde ich... Hier etwa. Hier wird man da noch häufiger zurückkommen. Und da wird auch hier der freie Spielmodus sehr oft spielen. Ach, hier kriege ich die ganzen Dinger. Und da brauche ich mal dich, General Leia.
Kannst du da hoch? Jupp. Das ist halt hier das Menü sozusagen. Nicht wirklich das Menü, aber man kann halt von hier aus immer die verschiedenen Levels und Welten und Orte und Dimensionen reisen. Na, dann wechseln wir doch mal. Ja, und wie kriegen wir ihn dann hoch? Ich habe da so eine Idee. So. Das kriegen wir so hin. Ich kletter da hoch. Das macht es zwischendurch mal ein bisschen. Und dann ist der unten. Früher ging das, dass ich hier einfach wechseln konnte, dass er einfach sagen konnte, gib mir den C3PO nach oben. Boah, dann halt nicht. Zerstöre ich hier noch ein bisschen, vielleicht finde ich irgendwo anders Sachen. Ist nicht gerade kooperativ. Anscheinend versprach man ihm Bibelbeereneis, um diese Hitze zu ertragen. Und er verweigert uns die Hilfe, bis dem Versprechen nachgekommen sein wird. Dann holen wir Mr. Nam mal sein Eis. Okay. Jetzt hat es kurz gehakt. Das Spiel rumgewacht. Was ist denn hier heute los? Ich krieg's nicht hin. Zu wechseln. Die Figuren zu wechseln. Vielleicht soll das so. Aber schon seltsam. Ja gut, dann mache ich es halt so. Alles backt heute. Heute wird gebackt. So, die Cookies oder ne, irgendwas anderes. Habe ich schon. So, und jetzt müsste ich prinzipiell da hoch, aber wir kennen die Geschichte schon, oder? Wenn ich hier oben bin und dann wechsle, das packt auch immer an derselben Stelle. Ich kann ja auch nicht beide gleichzeitig nach oben bringen. Weil kaum ist der eine oben und ich wechsle zu dem anderen, hüpft der andere einfach dreist wieder ohne runter. Ja, und wieso nicht? Wieso nicht? Mach's mir kompliziert, Spiel. Kann sein, dass ich das hier dafür brauche. Ja, sag doch gleich. So geht's natürlich. Rot, blau, grün, gelb. Ich muss das auf dem unteren Bildschirm eintippen. Rot, blau, grün und gelb. So haben wir jetzt die Sprache entschlüsselt. C3PO ist ja ein Druid, ein Übersetzungsdruid, der versteht diese Sprache. Der versteht viele Sprachen. Jetzt brauchen wir nur noch die Cookies. Och nö. Och nö. Es wird doch hier langsam nicht mehr lustig. Kannst du das? Ja, du kannst das. Dann mal rüber hier. Und nu. Hier einmal das Rätsel lösen.
So, das haben wir. Und hier noch die Felsbetten zerstören. Schlafen könnt ihr, wenn ihr tot seid. Ach nö. Fall hier auch noch runter. So eine Kacke. Muss ja den ganzen Weg nochmal machen. Oha, es hat ausnahmsweise an der Stelle nicht gebackt. Habt ihr das gerade gesehen? Nice, da ist auch. Nikadika. Und jetzt das Eis hier aus dem Kühlraum bewegen. Zack. So, da hast du dein Eis. Vielleicht gibst du uns dafür Cookies. Nee, Digga. Wahrscheinlich würde sich kein anderer General damit abgeben. Dankeschön. Sollen wir jetzt alles erledigt? Können wir raus. So, ab zu Han Solo. Der präriert uns jetzt mal bitteschön das Schiff, damit wir ins nächste Level starten können. Das wird aber wahrscheinlich, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, in diesem Part nicht mehr passieren. Und das machen wir dann im nächsten Part. So, an Reparier. So, lasst ein Like da, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanalseite seid und ja, nicht das nächste Video verpassen wollt vom Zwergenfürst. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Star Wars, das Erwachen der Macht mit dem Zwergenfürst.